Ein sehr, sehr knappes Race erwarten. Bin ich mal gespannt drauf. Okay, und los geht's. Ja, wir haben hier Magic Sword. Das ist, man merkt, dass es ursprünglich ein Card-Game ist. Also es wird ein, es ist ein Hack-and-Slay-Plattformer. 2D Hack-and-Slay. Der halt wirklich darauf ausgelegt ist, man kennt es von Arcade-Games, immer ein bisschen knackiger. Und es ist einfach nur mehr oder weniger durch die Stages durchkommen und dann jeweils am Ende der Stage einen Boss besiegen. Allzu viel Plot gibt es nicht dazu, weil bei einem Arcade-Game, wer denkt sich da schon Plot aus? Dementsprechend hat Yeltsrek hier gerade einen Hit weniger abbekommen in der Stage und ist deswegen so circa 2 Sekunden vorne dran. Ist aber jetzt noch nicht zu entschieden. Also alles nee, das kann auch. Also, that's the best music in the game. Yes. And we only get to hear it there. And we'll never get. Ach so, ja, es gibt ein paar secret also geheime Übergänge. Wenn man irgendwo, also wenn man an gewissen Stellen einfach irgendwo an der Wand oder irgendwo hinschlägt, kann es passieren, dass ist wirklich gescriptet und kein Glitch. Dass einfach eine Tür auftaucht, die man öffnen kann und dann eben an einer anderen Stelle im Level rauskommt. Das sind dann eben solche Warps, solche geheimen Warps, und die haben jetzt einfach beide gerade eben ein bisschen einfach in einem Sprung in der Luft einfach irgendwo hingeschlagen und dann ist eben unter ihnen diese Tür erschienen, weil da eben dieser Secret-Übergang war, das Ganze eben ein bisschen schneller zu machen, weil man dadurch relativ schnell zum Boss kommt. Wir haben übrigens die deutsche Donation. Ja. Hau raus. Und zwar von Inrel, $100 mit dem Kommentar, danke, also danke auf Englisch. Nice. Danke dafür und Rummel. Sehr nice. So there's the next boss beat. Did you get it on the left? Ich muss mal gleich nachgucken, ob das auf irgendeiner der unseren Incentives gelandet ist. Nein, es ging auf Kill oder Save the Animals. Es ging auf Kill. Okay. The Animals. Kill the Animals? Save the Animals. Kill the Frames. Save the Animals, würde ich eher sagen. So, dann. Itzy Spoon, Zylo ist gerade nicht da. Und wie gesagt, er sollte eigentlich den nächsten Run kommentieren, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass er es rechtzeitig nach Hause schaffen wird. Dementsprechend sollte man da leider nicht von ausgehen. Aber wenn er was anderes, Wichtigeres zu tun hat, als hier zu kommentieren. Real life always comes first. Yep. Genau. Oh, da hat ProJN gerade noch einen Hit kassiert. Ein bisschen weiter hinten, aber immer noch nur unten. Zwei Sekunden immer noch so Unterschied. And their life also decreases. Oh, by the way, best floor ever, floor 7. Missed it. ProJN hat hier gerade ein bisschen den Warp verpasst, wo er einfach versucht, wieder in die Luft geschlagen hat. Leider nicht ganz richtig erwischt, deswegen hat es da ein bisschen länger gedauert. Okay, so on ProJN's side, he had to use the continue. You have 3 continues in the game. Im Übrigen ist das gerade so ein bisschen Team Europe gegen Team USA, weil ProJN ist Schwede und Yeltsrek kommt aus den USA. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ProJN demnächst noch aufholt. Das hoffen natürlich auch als Europäer, aber ich bin froh, dass ich den Run sehen darf, also ja, natürlich. Der Beste gewinnt. Ich hoffe natürlich auch, dass es ein spannendes Race wird und aktuell Roger Ender ein bisschen federn lassen. Okay, bis dann, Becky. Ciao, Becky. Tschö.
Wer ist nochmal der Rekordhalter? Der auf der rechten Seite, ProJN. Seit 5 Tagen, davor war sie als Rack. Der auf der linken Seite. Die haben sich im Laufe des letzten Monats wirklich, wirklich schön gebattelt um den Rekord. Das muss man tatsächlich sagen. Wir sehen hier Jetzrak ein bisschen vorne beim Boss. Also was die... Also, dass Bosses auch haben Invincibility-Frames. So they can't just use the special, become invincible, and just wail away on the boss. That will not. Also, wie sehr RNG sind denn die Bosse? Also. Die haben gewisse Pattern. Welche Pattern kommen, ist immer ein bisschen RNG mit dabei. Aber so. Größte RNG hat dieser Boss jetzt nicht wirklich. Jo. Habe auch gesehen, dass es jetzt gerade nicht allzu viel Unterschied gab zwischen dem, wie sie reingegangen sind und wie sie rausgegangen sind. Da beide die Hits relativ gut gesetzt. Ja. Alright. So a little bit of a lead here for Yelzreg. He's on level 414 now. Genau, was sie jetzt eben auch haben, ist die sogenannte Special Attack, wo man einfach sieht, dass sie ihren. Dass sie so einen Schild um sich machen können. Und dabei eben keinen Schaden mehr bekommen, aber alles, was sie berühren, bekommt Schaden oder wird insta-killed. Kann man nicht allzu lange aufrechterhalten, aber um ein paar Level zu erleichtern, ist es allemal gut. Und dann weiß jetzt gar nicht. Doch, 23.04 ist tatsächlich der Weltrekord, der auch im U-Boot steht. Sehr gut gearbeitet, Leute, dafür, dass er erst vor 5 Tagen war. Ja, yep. Sehr gut. Ja, SparkTSL hat die Kommandos nochmal gestern überprüft. Dankeschön. Very important to time these jumps over the skeletons, because they cause a lot of damage, and I'm going to try to maintain your momentum. Bibi, Vini. Bojan hat jetzt gerade weiter ein bisschen Zeit verloren. Scheint nicht gerade der beste Round von ihm zu sein. Well done. And you see on ProJN's screen some of the treasure chests. Whoa, I'm going left. What's going on here? Oh, yeah, left? What are you doing? You can go left in this game? Interessanter Kommentar eben. Oh, ich gehe nach links. Oh, man kann nach links gehen? Ja, ja. Das sind ja diese typischen... also muss man mal sagen, in solchen 2D-Plattformern, wenn es hier gerade so ein größeres Metroidvania ist, wo es eben auch darauf ausgelegt ist, dass man eine offenere Spielwelt hat, dann ist es wirklich häufig so, dass man von links nach rechts läuft, meistens. Es gibt ja mittlerweile auch Spiele, die das explizit verarschen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Donkey Country Returns den Spiegelmodus anschaut, der explizit dann von rechts nach links ist und wo man nach so viel Zeit von links nach rechts laufen dann einfach nur noch tot im Hirn wird, wenn man für 2 Minuten von rechts nach links laufen muss, beim Level. Also mittlerweile spielen Entwickler ja damit, aber ich meine, gut, damals... 1992. Also ein Spiel, was gut gealtert ist. Sagen wir es mal. Ja, sagen wir es mal so. Es sieht jetzt auch nicht so schlecht aus aktuell. Nö. Das ist jetzt die Grafik, die aktuell wieder modern wird. Ja. Weil das Spiel eventuell ein bisschen zu schwer dafür sein könnte. Weil die rennen hier zwar durch wie nix, aber die haben dafür auch wirklich trainiert. Lets you know when you're low on health. Excuse me. Intentional death coming. Ach ja, dieses Spiel, ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören können, aber dieses Spiel hat tatsächlich eine Danger Music, das heißt, wenn du wenig HP hast, hörst du es. Oh. Und Yelzreg ist gerade kurz gestorben. I'm so used to getting the potion in the first chest. So now we have the one boss that's different, one of the bosses that's different than all the others, the space worms.
Hey. Ja, jetzt genau, jetzt haben wir die Space Worms als Bosse. Die sind ziemlich interessant, weil es der schöne Twin Mold ist. Twin Mold in 2D, das ist Majora's Mask später gemacht hat. Und das Schöne an diesen Würmern ist, dass sie tatsächlich gescherte HP haben. Das heißt, wenn man beide gleichzeitig angreift, verlieren beide zwei Leben. Das heißt, wenn man einen tötet, tötet man gleichzeitig den anderen auch. We have $10 from CEO guy who says shoutouts to my employees. Get back to work. Oh Mann, diese Spende gerade. Habt ihr das gehört? Ja. Yep. Wurde gerade im Hauptstream eine Spende vorgelesen. Shout out to my employees. Get back to work. Ach, scheint, als wäre ich ein bisschen vor dir, Tiger. Wir haben eine Spende gekriegt, wo ich noch gerade auf die Freigabe des Kommentars warten muss. Weil da die in letzter Zeit, also diese GDQ, die Jungs so relativ schnell sind, also. Weil man kann nicht sagen, dass jetzt in den letzten 24 Stunden wenig reinkam an Spenden. Oh, Yeltsurk hat den einen Jump sogar direkt geschafft. Nice, der ist. Wird man bei Approach eigentlich nochmal sehen, der ist nicht ganz so einfach. Jetzt kommt er. Auch geschafft, nice. Die Sache ist halt, dieser Gang, aus dem man rausspringt, der ist kaum höher als die Spielfigur. Dementsprechend ist es schwer, den Jump zu setzen, ohne dass man runterfällt. Darf ich eine Spende vorlesen? Natürlich. Von Flyer 303, $25 mit dem Kommentar Thank you for everything. Danke, Flyer. Dankeschön. Danke, danke. Igitt, du verkaufst verrotteten Mais, ich will keinen mehr. Wie bitte, Kiko Zocker? Keine Ahnung. Egal. Vini meint auch gerade, die Spende kam von CEO Guy. In most games, birds are jerks. In this game, bats are jerks. Good job killing the boss, by the way. Thanks. Power stress. Apparently the keys are important. They can use them to kill the boss. Yeah, that boss is weak. Ja, auch das ist natürlich sehr schön. So, dann schauen wir mal. Behaving wizard. Behaving wizard. He can jump down at me if he wants to. Der Wizard aber jetzt bei Yardstrike relativ nett. Ich hoffe jetzt nicht, dass Proje enden. Gleich wieder. Hey, er hat sogar Safety gemacht. Der Wizard, der kommt, also der springt, lässt sich sehr gerne mal nach unten fallen und war so, dass er immer genau auf die Spielfigur fällt und der macht ein bisschen was an Schaden. Dementsprechend ist es doch ganz gut, wenn der Wizard oben bleibt, weil es dann doch ein RNG ist, ob er runterkommt oder nicht. Also ob er angreift. This is my favorite music in the game. Oof. That was close. Ja, safety first natürlich. Don't scare me like that, Bat. Dafür, dass Pro-Chain den natürlich weggenommen hat, getötet hat und nicht. Very important Shuriken, 6 bars of health. Going left again. What world do we live in? So. Langsam mal wieder auf die Zeiten schauen. Es müsste ja jetzt gleich der nächste Boss kommen bei Yardstrike. Sure, we have $75 from Metro Mole. Major thanks to all the staff supporting AGDQ and all of the amazing runners. Thought you missed it. You saw there that thought I missed it too. Yeah. Bei Zeit her müsste es sogar die Hydra sein, die gleich kommt. Interesting. Nice.
So now watch closely as Projan slowly catches up in this battle because he can do way more damage. Projan hat jetzt ein Item gefunden, das die Elstrak nicht gefunden hat, und Projan wird jetzt einiges mehr Schaden machen können in diesem Fight, deswegen wird er wahrscheinlich aufholen können. Das heißt, das ist jetzt eine nette RNG-Stelle gewesen, wo Projan tatsächlich nochmal sehr, sehr gut aufholen kann. Ja, er kommt näher. Ja. Oh, alright. Alright, good job. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. We got a race. Let's go, man. That's perfect. That's perfect. We were almost. Und 3 Sekunden. Haben sie den Unterschied wirklich auf 3 Sekunden runtergespielt. Sehr, sehr nice. Und Projan hat die bessere Ausgangslage, denn wenn man. Wir werden es gleich wieder sehen. Unten links wird die Anzeige sein. Shout out to my mom for surviving breast cancer and apologies to my girlfriend for waking her up at 5 in the morning to watch more speedruns. Genau. Wir werden jetzt gleich unten links bei Yaztrak und bei Projan jeweils eine 1 sehen und dann mehrere Balken. Jetzt ist bei Yaztrak gerade 0 geworden mit etwas volleren Balken. Das ist die Lebensanzeige. Man hat tatsächlich mehr Lebensbalken als die 5, die man sieht. Und je nachdem, die Zahl, die links neben dran steht, ist eben die Anzahl der vollen 5 Lebensbalken, die man noch hinten dran stehen hat. Also man kann tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es eine Obergrenze für Maximum Health gibt, aber auf jeden Fall kann man Health ziemlich weit storagen. Vorhin im Run waren sie mal zwischendurch auf 2, also insgesamt 10 Lebensbalken, die noch im Hintergrund liegen, zusätzlich zu denen, die sie hatten. Und insgesamt sieht man halt, dass Projan gerade noch ein bisschen mehr Leben hat. 1,5 Balken, um genau zu sein. Ja, wie Happy Grim Reaper, wir machen eine nicht direkt 1:1 Übersetzung, aber wir kommentieren das hier auf Deutsch. Genau. Hier arbeiten sie wieder sehr viel mit dem Schild, mit der Special Attack. Es gibt mehrere Special Attacks. Einmal kann man den kompletten Screen clearen. Einmal kann man eben dieses Schild machen. Kostet aber alles ein bisschen was an. Kann nicht dauernd gemacht werden. But waiting for all of them to fall, it takes so much time. So much faster just special them all away. Ah, schauen wir gleich mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie es schon haben oder noch nicht. Ah, Projan hat es gerade bekommen. Projan ist übrigens vorne mittlerweile. Oh. Ja. 4 Sekunden. Ja, also sie haben gerade beide das Thunder Sword bekommen. Mit dem kann man ein bisschen andere Special Attacks machen. Und statt dem Schild haben sie jetzt, ich glaube es ist statt dem Schild, haben sie jetzt eben diesen Blitz, den man die ganze Zeit sieht. Antonio Chaos fragt, wofür sind denn die 4 Balken links? 4 Balken. Also, der meint wahrscheinlich rechts, die 4. Das ist die Lebensenergie. Nee, die Lebensenergie. Sollte. Ist rechts. 4 Balken rechts. L steht da. Ja. Live. Aber eigentlich war live die linke Seite. Deswegen bin ich auch gerade am Überlegen. Weil live ist tatsächlich die linke Seite. Doch, er meinte rechts. Und was die rechte Seite ist, weiß ich gerade akkurat nicht. Ah, wieder nicht stimmt. Ah, sie haben jetzt gerade beide nochmal Safety den Wizard weggenommen. Power Stone, what did you call that? Power Stone, yeah. Power Stone, yeah. Very important item. You can pick one up in 49 for the penultimate boss. Oh, dann sollten sie relativ bald zur Chimäre kommen. Vorletzter Boss.
off the donation incentive for a good or bad ending when level 49 starts. So when the boss spawns, that'll be the time to figure out what ending we're gonna use. So, wir haben ja auch eine Donation Incentive, ob Good oder Bad Ending. Ich weiß jetzt leider gerade echt nicht, was der Unterschied zwischen Good oder Bad Ending ist. Da war das. Ich glaube, das war auch so eine Sache, dass es eigentlich nur mehr oder weniger eine Cutscene ist, die man am Ende sieht oder nicht sieht. Ich muss übrigens vorhin ein bisschen grinsen, als einer im Chat gefragt hat, ob der auf der linken Seite Sif ist. Das wollte ich, sah aber wirklich so aus. Finde ich auch. Ein bisschen von den Haaren her. Ich habe ein paar Haare mehr als der. Okay, also jetzt haben wir hier die Chimäre. Und bei dieser Chimäre kann es durchaus mal sein, dass man stirbt, aber da es ein Arcade-Game ist, hat man diese klassische Continue-Funktion. Oh, Pro-Jane ist gerade gestorben. Bei Yeltsrek sieht es auch nicht sehr hoch aus mit dem Leben. Weiß nicht, ob er es halten kann. Er hat es tatsächlich. Nee, er hat es nicht. Ja? Doch, er hat es. Ich war mir gerade nicht sicher, weil dieser Pfeil, den bei Yardstrick nicht zu sehen war. Aber die beiden sind jetzt wirklich nah beieinander. OGN ein Stück vorne. You really don't want to open any chests here, because you don't want any different items, and a lot of the chests have traps. So they just waste time. So, und jetzt sind wir in der letzten Stage des Levels und der Boss dieser Stage ist dementsprechend natürlich auch der Endboss. He bounced the correct direction. There he is. Now there is food in the second chest from the left, which they will pick up, and they will alternate uses of specials. 7 Sekunden Unterschied sind es gerade. Schauen wir mal, ob das im ob ProJay noch einen Fehler macht oder ob er jetzt wir haben auf jeden Fall beides das Essen aus der Kiste genommen, das ist richtig wichtig. Aber so wie es ausschaut, ja, jetzt ist es passiert. Yeltsrek hat gerade den Continue genommen. Jetzt geht es eben darauf an, wer von den beiden zuerst diesen Boss erledigt, den Run abzuschließen. ProJam ist immer noch vorne, also. Sieht relativ gut aus, wobei er gerade nochmal gestorben. Continue. Relativ safe. Good or bad ending? By $60, it looks like you will see the good ending. Good ending. Yeah. Thank you very much, donors. And there's Drachmar on the other side. Let's race, man. That gauntlet. Wir sehen hier das Good Ending, hat gewonnen. Ja. I really wanted to show how big that time difference is, and it's incredible. It was incredible. You get a 1 in 3 chance of getting that gauntlet, and if you don't get it, if you're doing PB attempts, yeah. Time. 23:21 für ProJam. Bad ending? No, they said good ending. Good ending. And time. Good race. Good job, guys. War doch ein bisschen mehr als gedacht, der Unterschied. War trotzdem relativ nah beieinander, die beiden. Wenn man sich jetzt so anschaut, 23:21 und 23:38, wenn man jetzt mit ihren Personal Bests vergleicht, ProJN hat eine Personal Best von 23:04, also er war 17 Sekunden hinter seiner Personal Best. Und Yardstrack hat eine 23:09, dementsprechend war er 29 Sekunden hinter seiner PB, also relativ knapp beides. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie optimiert dieses Game ist.